Ich wünsche euch allen einen schönen Adventsabend aus dem Kloster Gut Eich. Wir zünden wieder unsere drei Kerzen an. Denn es muss ja mehr werden, das Licht. Ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind bei unseren Überlegungen in der Adventszeit und in der Vorweihnachtszeit und an Weihnachten. Also, heute ist es ein bisschen heikel, das Thema. Gestern war es auch schon ein bisschen heikel, aber heute ist es ein bisschen heikel, denn es geht um Ratschläge. Wir wissen alle, Ratschläge sind auch Schläge. Manchmal sind das sogar dann Tiefschläge oder Querschläge. Jedenfalls, es wird immer mehr oder weniger direkt, sanft, indirekt, manchmal boshaft und ganz häufig gut gemeint ein Ratschlag gegeben. Gut gemeinte Ratschläge sind auch sehr gefährlich. Vor allem, wenn es dann heißt, ich mein's ja nur gut mit dir. Die müssen das alle nicht aushalten, diese gut gemeinten Ratschläge. Und dabei ist es wichtig zu überlegen, nicht nur, wie halte ich die gut gemeinten Ratschläge aus, sondern wie komme ich wieder raus aus diesen Ratschlägen. Ich habe ja verschiedene Möglichkeiten in meinem Repertoire. Zähne knirschen, beleidigt, heulen, süß-sauer lächeln. Alles das ist bei den Ratschlägen und bei dem, wie man damit umgeht, drinnen. Ich möchte euch um das, was ich sage und meine, wieder eine Geschichte erzählen. Eine Klostergeschichte von einem Mitbruder, den ich sehr verehrt und geliebt habe. Und er war wirklich weise. Es war ein alter Mitbruder aus dem Kloster Metten, der Bruder Heinrich. Und in seinem Alter hat er sich um das Refektorium, den Speisesaal der Brüder gekümmert. Mit großer Hingabe hat die Brötchen zusammengekehrt und alle Dinge getan, die Teller aufgedeckt. Und beim Essen hat er dann auch noch die Getränke verteilt. Meistens ein Glas Bier oder sonst irgendetwas. Und das hat er mit Liebe und mit Aufmerksamkeit getan, auch wenn das natürlich oft sich hingezogen hat. Er war nämlich ein klein bisschen behindert durch einen Schlaganfall, aber der hat ihn nicht so beeinträchtigt. Er wollte trotzdem immer wieder etwas für seine Brüder tun. Und so marschierte er also beim Essen immer mit einem Glas Bier, mit einem Krug von der Schank zu dem Platz des Bruders und hat das hingestellt. Und weil er das mit so großer Achtsamkeit und Aufmerksamkeit getan hat, haben sich alle darüber gefreut, auch wenn sie manchmal erst zum Vanillepudding ihr Bier bekommen haben. Und dann hatten wir in diesem Kloster auch noch einen Mitbruder. Das war ein ganz Gescheiter. Also der hat meistens alles besser gewusst. Und der hat sehr gerne und sehr viele gut gemeinte Ratschläge verteilt. Und eines Tages sagt er zu dem Bruder Heinrich, Bruder Heinrich, Sie machen das äußerst unpraktisch. Sie sollten nicht nur ein Glas oder ein Bierkrügel nehmen und zum Platz tragen, sondern Sie sollten drei oder vier nehmen und dann brauchen Sie nur einmal gehen und außerdem kriegen wir früher was zum Trinken. Nehmen Sie einfach mal mehr. Bruder Heinrich hat dem
bisschen mit dem Kopf hin und her gewackelt und dann hat er gesagt, das ist zu bedenken. Und beim nächsten Mittagessen, wir haben unseren Augen nicht getraut, marschiert der Heinrich mit 4 Bierkrügeln in der Hand quer durch den Speisesaal und alle haben gesagt, das wird nie gehen mit seiner Hand und so. Und sehen das Unglück schon kommen und mitten im Refektorium kann er diese ganzen Krüge nicht mehr halten, sondern sie fallen ihm aus der Hand auf den Boden. Die Bescherung war wirklich vollkommen. Bierkrüge sind zersprungen, das Bier war auf dem Boden, es war eine Katastrophe. Und natürlich haben wir schon gewusst, wer diesen guten Ratschlag da gegeben hat. Wir haben wirklich alle den Atem angehalten, die Bescherung auf dem Boden, der Heinrich davor, und haben alle gewartet, wie reagiert der jetzt? Fängt er jetzt an zu schimpfen? Ist er verzweifelt? Rennt er weg? Was tut er jetzt? Er steht also vor der Bescherung und dann sagt er nur, es hat sich nicht bewährt. Das müssen Sie einmal schaffen. Wenn Ihnen jemand so einen guten Ratschlag gegeben hat, immer noch zu sagen, es ist nicht gegangen, es hat sich nicht bewährt. Er hat weder sich verurteilt, noch andere verurteilt, sondern einfach klug, kühl und liebevoll festgestellt, es ist nicht gegangen, es hat sich nicht bewährt. Dieser Satz, dieses Bruders, hat uns ganz oft geholfen, wenn etwas schiefgegangen ist. Und wenn uns der Kragen geplatzt ist und wenn es schwierig gewesen ist und einer den Mut hatte oder sich erinnert hat und gesagt hat, es hat sich nicht bewährt. Dann war die Spannung weg, dann war der Zorn weg und man konnte weitermachen. Auch wenn man natürlich die Bescherung trotzdem beseitigen musste. Ich wünsche euch bei all den Dingen, die Sie jetzt im Advent tun und bei all den Ratschlägen, die Sie bekommen und befolgen, bei all diesen Dingen, wenn es nicht klappt und Sie dann verzweifelt sind, dann sagen Sie sich den Satz, es hat sich nicht bewährt. Ich wünsche Ihnen dazu gute Nerven, die braucht man dann. Zum Schluss habe ich noch eine Anmerkung. Ich werde jetzt immer wieder gefragt, auch in den Zuschriften, vor allem von Menschen, die uns und unser Kloster kennen, dass wir an Weihnachten immer eine Spendenaktion starten. Nicht für uns. Wir haben genug zu essen. Wir haben ein Dach über dem Kopf. Wir brauchen es. Aber wir haben immer ein Spendenprojekt, das wir unterstützen. Und in diesem Jahr unterstützen wir die Flüchtlingskinder auf den griechischen Inseln, in diesem schrecklichen Lager Moria. Wir tun das über die Salvatorianerinnen, die dort auch mit tätig sind, auch auf dem Festland. Wir unterstützen diese Frauen und dieses Projekt und ich glaube, es ist in diesem Jahr besonders wichtig, wirklich besonders wichtig. Und deshalb sage ich Ihnen gerne die Kontonummer von diesem Spendenkonto, auf dem wir das sammeln. Die Iris, unsere Sekretärin, sammelt die sehr akribisch und wir werden die so schnell wie möglich dann weitergeben. Ein bisschen Vorschuss habe ich schon geschickt, im Vertrauen darauf, dass einige Spenden hereinkommen. Ich danke Ihnen dafür auch ganz herzlich. Ich halte es einfach, ganz einfach, für notwendig und für verantwortlich. Es sollen nicht
solche schreckliche Zustände in diesem Europa herrschen wie dort. Ich danke Ihnen noch einmal ganz herzlich. Und da kann ich Ihnen aber ganz, ganz beruhigt sagen, das wird sich bewähren. Das hat sich bewährt. Danke Ihnen. Schönen Abend noch.